Nein, ich bin auch raus. Unfassbar. Wie ein... Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es ein neues Video, und zwar seht ihr es hier mit der Rutsche schon, es handelt sich um Fall Guys. Und es geht auch schon direkt los. Es ist auch, muss ich sagen, ein besonderer Modus, und zwar der Extreme Troops Modus. Das heißt, ich spiele jetzt random mit drei Leuten, die wahrscheinlich im Team sind oder vielleicht auch nicht im Team sind, das weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen, wahrscheinlich sind die vielleicht auch solo unterwegs. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die meisten spielen ja Fall Guys mit den Freunden. Und ein Teammate von mir ist schon raus. Das ist ein bisschen blöd. Nein, ich bin auch raus. Was war das denn? Ja gut, da muss ich jetzt hoffen, dass meine Teammates es schaffen. Oh, ist ja nur noch eine Person dabei. Das wird, glaube ich, nichts. Weil die Person muss jetzt Punkte für uns alle holen. Ich glaube, Freunde, das wird nichts. Ja, auch das bleibt natürlich drin, Freunde. Also das wird nicht rausgeschnitten. Ja, wir sind raus, leider. Das heißt, wir fangen einfach mal direkt von neu an. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Modus, muss ich ehrlich gestehen. Also ich glaube, hätte ich oder würde ich den mit meinen Freunden spielen, dann würde der Modus für uns ganz cool sein. Aber ja, jetzt solo, vielleicht mit drei Randoms oder halt mit drei Leuten, die zusammenspielen, ist halt Glück. Glücksabhängig. Das heißt, ich hoffe, ich spiele mit drei Leuten, die zusammenspielen, weil... Dann reden die ja miteinander. Dann läuft's gut. Meistens. So. Neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. Und es geht los. Ich bin gespannt. Gut gemacht. Ich dachte gerade, eine Person ist von uns schon raus, ne? Ich habe mich kurz erschrocken, sag ich euch ehrlich. Ach, ganz ehrlich, Freunde, ich gehe auf Nummer sicher und gehe hier außen lang. Sag ich euch ganz ehrlich. Also ich habe keine Lust, da irgendwelche Sachen zu machen, um meinem Team zu schaden. Deshalb gehe ich einfach... Ja, okay. Oh, das ist jetzt aber mal kompliziert, bin ich euch ehrlich. Ich warte noch. Ich warte noch. Ja, 30 Punkte. Okay, 30 Punkte, 29 Punkte direkt hinterher. Unser Teammate, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ich habe ein gutes Team hier. Der Kreisel. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Extremmodus aktiviert. Keine Response. Sofort ausgeschieden. Das heißt, ich sollte am besten nicht durch die Mitte gehen. Ich sollte nicht durch die Mitte gehen, Claudio. Geh außen lang. Das ist der Extremmodus. So gut bist du nicht. Du hast lange kein Fall Guys mehr gespielt. Ihr merkt, Freunde, ich rede mit mir selber, damit ich es doch verinnerliche. So. So, ich bin gespannt. Ich wollte gerade jemanden festhalten, aber... Oh. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen. Ach, Claudio, was hast du denn? Ich habe echt lange nicht mehr gespielt. Ich hätte da direkt hochspringen können. Aber ein Teammate von uns ist ganz vorne. Das ist doch praktisch. So, nee, 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 nee. Unser Teammate wagt es, der geht durch die Mitte. Jetzt bin ich gespannt, ob er es schafft. Er hat es geschafft, glaube ich. Er hat es tatsächlich, glaube ich, geschafft. Nee, Little Bacon ist raus. Nein, 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 nein. Ich bin der Erste mit 15 Punkten. Okay, 12 Punkte immerhin noch. Hat gereicht. Oh, 27 Punkte haben gereicht. Das ist heftig.
Wo Wipfelwirrwarr war das, glaube ich. Okay, doch, Wipfelwirrwarr. Okay. Ja, der Modus ist halt echt schon nicht ohne, sag ich euch ganz ehrlich, Freunde. Demnach hätte ich eigentlich unten bleiben sollen, aber ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich nicht. Ich bin schlecht einfach. Ich bin einfach richtig schlecht geworden. Ich bin echt eingerostet, ne? Das ist unfassbar. Wie ein... Ihr macht es schon. Ihr macht es schon. Ich hoffe es einfach so sehr, dass meine Teammates es machen. Okay, die Person scheint am weitesten zu sein. Ja, danke. Ein Dank an meine Teammates. Nein, der ist raus. Das heißt... Qualifiziert? Was? Wir sind qualifiziert. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Die eine Person war anscheinend so gut, dass es gereicht hat. Okay, das ist stark. Das wiederum ist sehr, sehr stark. Also, ey, ganz ehrlich, ich werde... Also, wobei, nee, ich bin noch einmal nur... Oder bin ich zweimal rausgeflogen? Ich weiß es nicht. Ich bin einmal nur rausgeflogen. Oh, das Spiel Schleimkraxer, das müsste ich gut können. Das heißt, hier kann ich vielleicht meinen Teammates helfen und, ja, versuchen, ans Ziel zu kommen. Aber, Freunde, ihr seht es auch wieder, ne? Dieses Matchmaking ist wieder on fleek. So, ich krieg nur Schwitzer. Oder wir haben nur Schwitzer. Schleimkraxer. Sieht auch nicht allzu schwer aus. Bei, ja, hätte ich lieber nicht so laut sagen dürfen. Jetzt, genau jetzt werde ich bestimmt ablosen. Die Emote noch die ganze Zeit. Oh, da haben zwei Leute abgekürzt. Krass. Da haben, ey, wir haben ja richtige Schwitzer. Da habt ihr das gerade gesehen. Die haben noch schlimmer als ich abgekürzt. Hilfe, sind die gut. Guckt euch an. Schaut euch an. Ey, ganz ehrlich, ne? Das ist doch nicht... Hä? Wie hat er das denn geschafft? Ich will das irgendwie schaffen jetzt. Okay, ich sollte lieber ins Ziel gehen, ganz ehrlich. Ich sollte lieber ins Ziel gehen, statt dass ich da versuche, irgendetwas zu schaffen, ey. Unser Teammate? Nee. 9 Punkte. Ich musste einfach schnell ins Ziel, weil ich brauche die Punkte. Bitte schaff es doch. Bitte schaff es doch. 2 sind von uns schon im Ziel. Wir haben 20 Punkte. Ja. Ja, 27 Punkte. Boah, das, ja, das müsste es gewesen sein. Das müsste es gewesen sein. Warte, wie heißt die Person? YXZ heißt sie. YXZ. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich. Ja, krass, das sind unsere Finalgegner. Schau mal. Ah, ein Dreierteam ist rausgeflogen. Ne, 3 Trupps noch drin. Krass, okay. Heißt das nicht, ein Dreierteam ist dabei? Doch. Was wird es? Speedrutsch. Ey, es geht doch weiter. Okay, hier darf ich nicht, hier darf ich bloß nicht schlecht sein, weil wir spielen gegen ein Dreierteam. Wenn wir einfach alle relativ schnell ins Ziel kommen, dann müssten wir es haben. Das heißt, auch ich muss jetzt mich anstrengen. So, Freunde, jetzt muss ich mich anstrengen. Oder beziehungsweise ich werde mich anstrengen. Ich gebe mein Bestes für mein Team. Wir starten noch in... Ah, 2 starten in der ersten Reihe. Okay. Komm schon, Claudio. Du bist nicht schlecht, Claudio. Da ist schon jemand ein Ziel. Das ist dieser JYX. Ach, ich bin den langen Weg gegangen. Das merke ich gerade. 5 Punkte nur. Aber müssten wir eigentlich schaffen? Einer von uns ist sogar nicht ins Ziel gekommen. Er hätte 3 Punkte noch holen können. Ja, müssten wir schaffen, weil das ist jetzt ein bisschen unfair, aber ich glaube, das Dreierteam fliegt raus. Ja. Ja, das 3-Team hat fast keine Chance, aber ihr habt es gerade gesehen. JXZ. Ach, JXZ heißt der oder irgendwie so. Auf jeden Fall dieser Name, der ist richtig schwitzig. Ich glaube, um den muss ich mich direkt kümmern, weil der hat eben schon ein bisschen so reingetrollt. Aber ich glaube, man muss jetzt einfach Glück haben.
Aber ich muss auch versuchen festzuhalten, weil wird schwierig. Ich glaube, wenn wir gegen die versuchen, eins gegen eins zu gehen, schaffen wir es nicht. Weil die sind echt schwitzig gewesen, die habe ich gerade schon festgestellt. Ich probiere es mal. Ich muss versuchen, die irgendwie wegzukriegen. Schau mal. So. Guck mal, die halten uns schon fest. Und der hätte schon einen von uns rausbekommen. Ich glaube das nicht. Und den zweiten haben die von uns rausbekommen? Das glaube ich nicht. Die haben auch den zweiten schon von uns rausbekommen. Nö. So einfach mache ich es euch nicht. Er hat mich festgehalten. Ey, das ist so krass, ne? Die schwitzen so um ihr Leben. Guck mal, die haben jetzt drei von unserem Team schon rausgeworfen. Das heißt, es ist nur noch einer von unserem Team da und jetzt gehen die halt alle auf ihn drauf. Schaut es euch an. Die werden jetzt den Weg abschneiden. Der hat eigentlich so gut wie es geht gar keine Chance. Schaut mal hier. Er hat sich geopfert und ja, das war's. Also, das war ein richtiges Schwitzer-Team. Ich weiß auch gar nicht. Das ist schon zu viel, Freunde. Das ist zu viel des Guten. Ich würde aber sagen, wir probieren das Ganze nochmal, weil mir macht es Spaß. Und ja, ich meine, so schlecht waren wir nicht. Wir sind ins Finale gekommen, aber gegen vier Schwitzer hast du nun mal keine Chance. So, es geht los. Tundralauf. Okay, Tundralauf. Überwinde die frostigen Hindernisse und renne über die Ziellinie. Okay. Ja, sieht nach drei Randoms aus. Weil irgendwie haben die nicht denselben Skin. Weil derselbe Skin meistens verrät, dass man zu dritt oder viert spielt. Weil ich mache es meistens auch mit meinen Freunden, dass wir dann, ja, denselben Skin nehmen. Oh, das war nicht so clever. Boah, ich war fast runtergefallen, ne? Das gibt's nicht. Ich glaube sogar fast wegen oder mit meinem eigenen Teammate. Das wäre natürlich nicht so clever gewesen. Ich bin raus. So, jetzt muss ich hoffen. Okay, Sisu ist auch raus. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Eine Person hat es wenigstens geschafft mit 36 Punkten. Ja, 29 Punkte. So, wir haben 65 Punkte. Schaffen wir es. Wir sind gerade auf Platz 4. Oh, auch die hat es doch jetzt geschafft. Wir werden auch wahrscheinlich auf Platz 5 runterrutschen. Oh, die Person hatte, glaube ich, Pech gehabt. Oh, die hat auch Pech. Ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft mit zwei Personen im Ziel. Ja, cool. Cool, finde ich gut. So, die besten 5 kommen weiter. Das ist eigentlich etwas, was ich meistens gut konnte. Ich sage auch bewusst konnte. Weil, ich weiß ja nicht, ob ich das noch kann. Komm nochmal. Okay, das scheint der liebe Claudio noch zu können. Sisu ist leider wieder raus. Also Sisu macht gerade keine gute Quote. Er ist schon wieder raus. So. Jetzt bin ich wenigstens drin geblieben. Ich meine, ich habe den ersten. Okay, oh, die Person hat sich reingeschafft. Qualifiziert. Sehr gut. Immerhin qualifiziert. Komm. So, Wolkenschleimkraxler. Das ist auch eine sehr, sehr schwitzige Map. Bin gespannt, ob unser Team sich hier auch gut anstellen wird. Ich hoffe es, aber weiß es natürlich nicht. Ich lasse mich raten, Sisu ist wieder der Erste, der rausfliegt. Thank you.
Oh, ich habe gerade was Cooles herausgefunden. Habe ich einfach durch Spontanität gerade abgecheckt. Warten kann man nicht. Warten kann man nicht. Warte mal. Warte mal. Ach egal, ich probiere es nicht mehr. Ich habe mich jetzt... Ey, das... Nee, da ist jemand von uns raus. Das ist sogar der gute Spieler. Und Sisu ist auch raus. Nein. Freunde, das wird jetzt richtig spannend. Oh, die letzte Person ist auch raus. Das heißt, ich muss ja schon fast ins Ziel kommen, weil wenn nicht, dann wird es ja richtig eng. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil ich muss ja schon ins Ziel kommen. Okay. Okay. Ich habe jetzt 17 Punkte. Ich war der Zweite. Okay, das ist gut. Nee, nee, wir sind raus. Es kommen ja nur... Ach, vier Trupps kommen weiter. Okay, vier Trupps kommen weiter. Okay, okay, okay. Wir sind immer noch auf Platz 2, weil ich halt 17 Punkte habe. Das ist gut. Die Person kommt ins Ziel. Ey, das müsste es... Das müsste reichen. Das müsste reichen. Sehr gut. Wenigstens jetzt konnte ich einmal zeigen, dass ich doch nicht mehr so schlecht bin. Vier Trupps sind noch da. Okay, Speedrutsche. Ach, hier haben... Nee, hier waren wir gerade weiter, weil es ein Dreierteam gab. Was mir sehr, sehr leid tut. So. Am Ende muss ich auf jeden Fall runter nochmal gehen, weil... Ihr habt es ja gesehen, das ist halt viel, viel kürzer. Ja, hier da vorne in der Mitte. Da irgendwann muss ich auf jeden Fall runtergehen. Weil sonst... Och, ich bin zweite Reihe. Eigentlich müsste ich nach ganz links gehen, weil... Ganz links ist doch niemand. Wisst ihr, was ich meine? Schaut mal, mit gutem Rutschen kommt man nach vorne. Weil ich war gerade relativ weit hinten. Oh, die zwei da vorne sind ja richtige Schwitzer. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, jetzt könnte ich... Ja, runter. Und auf den dritten Platz kommen mit 12 Punkten. Boah, das ist sehr, sehr gut. Das ist wichtig. Und unser Teammate kommt mit 10 Punkten, 8 Punkten. Boah, wir sind gut. Dieses Mal haben wir echt alle... Und wir sind erster Platz. Krass. Wir haben den ersten Platz gerade geholt. Das ist stark. Ach, wieder ein Dreierteam ist rausgeflogen. Das tut mir natürlich leid. Aber es müsste wieder ein Dreierteam dabei sein. Stimmt, ja. Ein Viererteam und ein Dreierteam. Ich glaube, das müsste doch jetzt das Finale sein. Oder das ist wieder Halbfinale. Ey, komm, wenigstens einmal gewinnen. Wipfelwirrwarr. Okay, da bin ich eben gescheitert. Das heißt, eigentlich müssten wir doch eigentlich nur schnell ins Ziel kommen. Dann müssten wir es haben. Ich überlege gerade, ist es unten? Warte, ich guck mal nach, wie die Map ist. Weil wenn es den Schleim gibt, weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, jetzt glaube ich, das lohnt sich mehr, oben zu bleiben. Ich glaube, es lohnt sich, oben zu bleiben. Einige sind direkt runtergegangen, aber... nicht, ey. Ich lauf lieber. Das ist jetzt ein großes Problem, welches ich habe. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. So. 8 Punkte, 7 Punkte. Ey, ich hätte es gerade fast vermasselt, ne? 8 Punkte und 7 Punkte, 15 Punkte, reicht das? Ausgeschieden. Weil zwei wahrscheinlich von uns rausgeflogen sind oder nicht ins Ziel gekommen sind. Ja, Freunde, schade. Somit endet tatsächlich das Video und ich habe es nicht geschafft, einen epischen zu holen. Einen Win zu holen bei Extreme Troops. Es ist auch sehr, sehr schwierig, muss ich euch ehrlich gestehen. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.